Was kostet eigentlich ein Branding? Ganz ehrlich, diese Frage ist nicht mit einem Satz zu beantworten, weil einfach zu viele verschiedene Faktoren hineinspielen, auch versteckte Kosten, an die man anfangs vielleicht noch gar nicht denkt. Dazu aber später mehr. Am Ende dieses Videos werden Sie aber die wahren Kosten eines Brandings definitiv besser und realistischer einschätzen können, als es jetzt vielleicht noch der Fall ist. Ich habe HCG Corporate Designs 2010 gegründet und mit 15 Jahren Erfahrung weiß ich, dass man sich als Unternehmer eine ganz konkrete Frage schon wirklich ganz am Anfang stellen muss. Und zwar, was ist meine Vision? Wo sehe ich mein Business in der Zukunft? Möchte ich einer von vielen sein und in der Masse mitschwimmen, mit dem Risiko unterzugehen? Oder möchte ich besser dastehen als die anderen, möchte ich zu der Top-Marke in meinem Bereich werden und auch entsprechend herausragend gut verdienen. Okay, das ist nicht eine Frage, es sind mehrere Fragen, aber Sie wissen, was ich meine. Solche Fragen klingen auf den ersten Blick oft so blöd nach dem Motto, ja, natürlich will ich top sein, eh klar. Aber man muss ja wirklich ehrlich zu sich selbst sein und hart mit sich selbst ins Gericht gehen. Das finde ich ganz wichtig. Das hat auch viel mit Selbstreflexion zu tun. Eine Eigenschaft, Selbstreflexion ist eine Eigenschaft, die jeder langfristig erfolgreiche Unternehmer einfach in sich trägt und in sich tragen muss. Also diese Fragen sollte sich jeder Mensch, der ein Unternehmen gründet, stellen. Man stellt so nämlich schon von Beginn an die Weichen, wie das Business tendenziell laufen wird. Und entsprechend wird man sich auch verhalten und agieren. Und entsprechend wird man auch gewisse Entscheidungen treffen im Business. Ich glaube, das ist sehr wichtig, das im Hinterkopf zu behalten. Aber zurück zur Frage, was ein Branding wirklich kostet. Ganz praktisch gerechnet, es gibt einen Basispreis, der alle Elemente eines Brandings enthält. Positionierung, Logo, Farbsystem, Schriftsystem, ein modulares Designsystem inklusive, ganz wichtig, zugehöriger Dokumentation. Dazu kommen Nutzungsrechte, je nachdem, ob das Business rein lokal agiert oder im Dachraum oder auf einem Kontinent, Europa oder weltweit. Das Branding für den Bäcker nebenan ist natürlich günstiger als das Branding für einen internationalen Softwarekonzern zum Beispiel. Zusätzlich zu diesem Basispreis kommt dann die Ausarbeitung der einzelnen Kommunikationsmittel, die konkret benötigt werden für den Kunden. Meistens sind das Website, Visitenkarte, Broschüren, Social-Media-Vorlagen, was auch immer. Da aber jeder Kunde andere Anforderungen hat und auch andere Kommunikationsmittel in unterschiedlichem Umfang benötigt, variiert der Preis hier natürlich sehr, sehr stark. Und deswegen kann man das nicht mit einem Satz beantworten, viel ein Branding kostet. Aber alles in allem ist es schon meistens eine Investition im fünfstelligen Bereich. Und jetzt kommt die große Frage, ob es sich um ein Branding für ein neues Unternehmen handelt oder um ein Rebranding für ein bereits bestehendes Unternehmen. Sofern es noch kaum reale Touchpoints im echten Leben gibt, ist ein professionelles Rebranding in der Umsetzung nicht so teuer. Richtig teuer wird es erst, wenn Firmenschilder, Autobeklebungen, Kulis, Blöcke, Namensschilder, T-Shirts, Messestände, Gebäudebeschriftungen, ganz wichtiges Thema und so weiter, neu gemacht werden müssen. Altes muss vernichtet werden oder ausgetauscht werden. Das heißt im Klartext, ein Rebranding zieht einen richtig langen Rattenschwanz an kostenmäßig. Und das ist es, was ganz viele am Anfang ihrer Unternehmerkarriere einfach nicht am Schirm haben. Also ist ein Rebranding wesentlich teurer, als von Anfang an ein professionelles Branding in Auftrag zu geben. Und das ist es einfach, was ganz, ganz viele Unternehmer nicht am Schirm haben. Was aber wichtig ist zu wissen. Wir haben vor einigen Jahren das Rebranding für Spedifort gemacht. Geschäftsführer ist Andreas Rinhofer und ich kann mich gut erinnern, wir haben ein Interview mit ihm gemacht und er hat es eigentlich sehr gut auf den Punkt gebracht in diesem Gespräch. Ich lese mal sein Zitat vor. Im Verhältnis zu sonstigen Aufwendungen im Marketing und Vertrieb ist das Rebranding eine kleine Investitionssumme, wenn man ehrlich zu sich selbst ist. Doch es war für uns intern ein riesiges Thema, alles umzugestalten. Das ging von Kugelschreibern über Google-Anzeigen, Social Media, Briefpapier, Word-Vorlagen bis hin zur Webseite. Das alles war also ein enormer Aufwand, den wir uns sparen hätten können. Hätten wir gleich von Anfang an ein professionelles Branddesign gehabt. Ich glaube, der Andreas hat es da wirklich sehr gut auf den Punkt gebracht. Kommen wir zu den versteckten Kosten eines nicht vorhandenen Brandings. Ja, sowas gibt es auch. Das sind Kosten, die viele Unternehmer erst viel zu spät erkennen. Was meine ich damit? Ein fehlendes professionelles Branding bedeutet im Umkehrschluss fehlendes Vertrauen in der Zielgruppe. Man hat durch das fehlende Vertrauen nicht nur ein Problem in der Kundenakquise
und in der Mitarbeitergewinnung, sondern, und das ist auch ganz wichtig zu erwähnen, im Investorenbereich. Beispiel aus meiner Praxis. Ich war 2022 für eine Weile in Tel Aviv in Israel, wo sich ja viele IT-Firmen tummeln, auch viele Startups. Tel Aviv hat einen unglaublich tollen Startup-Vibe und für 5 Wochen habe ich mein Büro nach Tel Aviv verlegt. Ich war unter anderem auf einer Konferenz, wo sich Politiker, Wirtschaftsbosse und viele Softwarefirmen aus der ganzen Welt getroffen haben. Ich habe mich natürlich reingeschmissen ins Gewusel und hatte Gespräche mit vielen interessanten Menschen und auch Software-Startups. Von allen Software-Startups habe ich immer wieder eine Sache gehört. Wir haben so ein geiles Produkt, das auch angenommen wird, aber wir brauchen Investments und wollen von den großen Tech-Firmen gekauft werden oder die als Business Angels für uns gewinnen. Die nehmen uns aber nicht ernst, weil wir als kleiner Fisch in dem großen Teich untergehen. Ich habe dann nachgefragt und nachgebohrt, weil ich bin ja ein Mensch, ich will ja immer zum Kern der Sache kommen. Und die Frage war dann immer, ja, wir treten nicht professionell genug auf. Unser Auftritt ist selbst gebastelt und das sieht man einfach. Die Leute sehen uns nicht als professionellen Dienstleister, als professionellen Softwareentwickler und daran scheitert es. Wir werden nicht ernst genommen. Die Investoren schauen dann gar nicht erst weiter, wer wir wirklich sind, was wir wirklich machen. Bei vielen Startups scheitert es also am nicht vorhandenen professionellen Branding. Also man hat Probleme in der Kundengewinnung, Probleme in der Mitarbeitergewinnung, Probleme mit der Investorensuche. Das sind alles Dinge, die viele Umsatzchancen im Keim sofort ersticken, die mit einem professionellen Branding gelöst werden könnten, sofern das Produkt gut ist und der Markt vorhanden ist natürlich. Das sind die richtig hohen versteckten Kosten eines fehlenden professionellen Brandings. Und das ist einfach ganz wichtig zu verstehen und Top-Unternehmer erkennen das auch früh genug. Wenn Sie zu den Top-Unternehmern in Ihrer Branche zählen möchten, dann machen Sie es bitte auch für die Top-Unternehmen. Stellen Sie sicher, dass Ihre Expertise sichtbar ist, dass Ihre Expertise visible ist. Sie können sich gern ein kostenfreies und unverbindliches Gespräch mit meinem Team buchen auf www.hcg-corporate-designs.com und wir schauen uns dann an, wie wir Ihnen am besten mit einem professionellen Branding helfen können. Egal ob für Kundengewinnung, Mitarbeitergewinnung oder um endlich von Investoren ernst genommen zu werden.